Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zum vierten Teil von 12 der Serie über ja, den Vermögensaufbau zur Anlage von ja, Ihren Geldern oder Ihrem Wohlstand, um es allgemeiner auszudrücken. Herzlichen Dank auch dafür, dass Sie bei meiner Befragung von vergangener Woche mitgemacht haben. Viele Einblicke, ich kann gar nicht allen antworten, es waren so viele, die da geschrieben haben, also ganz toll, ich komme da weiter. Daraus wird es dann ein Ergebnisvideo geben, was ich selbstverständlich dann hier auch auf dem Kanal poste. Heute soll es also um die Anlageklassen gehen, mit denen ich meine, also meine höchstpersönliche Meinung, dass man sein Vermögen aufbauen kann, dass sie ausreichend dazu sind. Und bei mir geht es darum, den Unterschied zwischen investieren, traden und zocken zu verstehen. Kommen wir nachher noch ein bisschen drauf. Und hier geht es nicht um Zocken, hier geht es auch nicht um Traden. Ich erwarte schon eine ganze Menge Kommentare unter diesem Video, wo die Trader ganz groß Veto rufen, sondern es geht um mittel- bis langfristige Anlage. Und worein? Nun, ich werde über Immobilien, Edelmetalle, Wertpapiere, dazu unter Staatsanleihen, Firmenanleihen, Aktien, Optionen, CFDs, das sind sowas wie Wetten, und dann alles nochmal in Form von gebündelten Fonds, aktiv, passiv gibt es so manche von denen nicht, aber aktive und passive Fonds, dann die Besonderheiten von ETFs, also ungemanagten Fonds, dann ETCs, jo, Kryptos, Bitcoin, Ethereum, XRP, hatten wir hier schon ein Video drüber. Und dazu möchte ich nicht über die Anlageklassen wie Kunst, Antiquitäten, Oldtimer, wird hier öfter angeführt, alte Radios oder auch Whisky von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an den privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, sprechen. Wenn Sie in Whisky-Anlage interessiert sind, schreiben Sie eine Mail an info@whisky.de. Hier finden Sie die Adresse nochmal ausgeschrieben. Und da bekommen Sie dann von uns so ja, den ersten Startschuss. Wer hier spezielle Tipps erwartet, so fancy Trades, Erklärung zu Optionen, Derivaten, sorry. Es geht um das ganz große Bild und nicht um die Details und die Feinheiten. Damit richtet sich das hier zumindest mal mehr an die Anfänger. Und ich persönlich möchte mich gar nicht mal als Experten bezeichnen, sondern ich habe nur diese grundlegenden strategischen Gedanken mir gemacht und habe über die Vergangenheit gemerkt, es funktioniert. Und genau das möchte ich Ihnen an dieser Stelle weitergeben, damit Sie verstehen, was ich gemacht habe und wie das funktioniert hat. Ne? Und dazu muss ich sagen, das ist meine höchstpersönliche Meinung, das ist keine Empfehlung, das ist keine Geldanlage-Tipps, das kann ich nicht, das will ich nicht und vermutlich darf ich das auch gar nicht machen. Und wenn Sie hier irgendetwas von sich mit nach Hause nehmen und damit dann anfangen, was zu tun, so ist das Ihr höchstpersönliches Risiko. Und Sie sollten sich nicht nur bei mir informieren, sondern auch bei vielen, vielen anderen. Aber hier können Sie vielleicht ein bisschen was über die großen Zusammenhänge mitnehmen. Und genau dafür ist es gedacht, mehr soll es nicht sein. Und dann fangen wir auch schon an. Entschuldigen Sie, wenn ich heute so ein bisschen öfter mal aufs Blatt Papier gucke. Es wird lang, haben Sie schon gesehen. Und ich habe mir einiges an Notizen geschrieben, damit ja, ich hier den Faden nicht verliere. Jetzt geht's dann los. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute fangen wir mal so ein bisschen an, wie sich jetzt nach diesen Kurven in den letzten und den Theorien, ob man überhaupt soll und ob man kann und dann welche Zinssätze man erreichen muss. Heute will ich mal ein bisschen dichter in die einzelnen Anlageklassen reingehen. Und gleich mal vorneweg, ich kriege hier auch immer so Zwischenrufe. Der eine fühlt sich reich, wenn er eine Einzimmerwohnung hat, die abbezahlt ist und damit Unabhängigkeit erreicht hat und in der Münchner Innenstadt wohnt. Und der andere ist erst zufrieden, wenn er in seinem Garten ein paar Kilogramm Gold vergraben hat. Das heißt, das Haus gehört ihm völlig und der Garten enthält dann das vergrabene Gold. Alles gut und schön, aber wir wollen in unserem Leben, zumindest mal ich möchte das in meinem Leben, nicht nur ein paar Kilogramm Gold erwirtschaften und eine Einzimmerwohnung haben. Nee, wir wollen mehr.
viel mehr. Ja, zu viel ist nicht genug, um hier mal einen mehr oder weniger unbekannten Sänger zu zitieren. Und die beiden Anlageklassen, Gold und Immobilien, die ich jetzt hier schon in der Einleitung verwende, die sind dazu eher weniger geeignet, mit gewissen Ausnahmen. Fangen wir mit den Immobilien einmal an. Auch ich habe in meinem Leben einen Fehler gemacht, viel zu früh eine Immobilie zu kaufen, damit dann in heftige Finanzierung reinzugehen, eine Menge Zinsen bezahlt. Damals waren die Zinsen noch hoch, sodass man dann über die Abzahlungszeitraum dann beinahe das Doppelte bezahlt hat von dem eigentlichen Wert der Immobilie. Man hatte damals Vorteile. Es gab dann den Paragraph 7b und später dann den 10a. Da konnte man im Prinzip diese Finanzierung von den Immobilien steuerlich geltend machen. Ja, oder auch die Abschreibung von diesen Immobilien steuerlich geltend machen. Hat in der Stelle was geholfen? Ja, hat unsere gierige Regierung natürlich schon längst abgeschafft und wundert sich, dass es nicht genügend Wohnraum gibt. Aber wir haben es damals, ich bin in meinem Leben schon 15 Mal umgezogen, geschafft, diese Wohnung gerade mal zum Einkaufspreis wieder zu verkaufen. Was kaum jemand weiß, Immobilien verlieren massiv an Wert. Und zwar jetzt nicht das Grundstück, wie heißt das schon, Lage, nein, das nicht, aber die Immobilie drauf. Die wird hübsch schnell alt und wir bei whisky.de hier am Starnberger See, wir sehen regelmäßig Häuser zwischen 40, 50, 60 Jahren, die hier abgerissen werden. Das heißt, Wert null. Grundstück bleibt übrig. Ne? Das muss man sich mal geben. Und bei Eigentumswohnungen ist es ein gutes Stück anders. Da reißt die Eigentümergemeinschaft, weil sie sich nicht alle im selben Moment da finden, die Immobilie normalerweise nicht ab. Aber da muss dann permanent was Dach gerichtet werden und dann muss die Isolation verändert werden, neue Fenster rein und dann muss die Keller abgedichtet werden. Und dann ist die Einfahrt wellig geworden und. Da ist also immer was zu tun, das kostet immer die Eigentümergemeinschaft Geld. Und im Prinzip nach 50 Jahren Eigentumswohnung ist da der Aufwand genauso groß wie der Preis der Immobilie. Also auch da hält es nicht länger und deswegen ist es ja auch nicht ganz so verkehrt, wenn der Staat einem erlaubt, 2% von der Immobilie pro Jahr abzuschreiben. Das ist auch ungefähr die Verfallsrate. Das war auch das, woran der Kommunismus zugrunde gegangen ist. Die konnten neue Immobiliensubstanz, ja, sie konnten die alte nicht erhalten und neue dazu bauen. Jetzt bauen sie neue dazu und die alte verfiel und nach 70 Jahren war dann Schluss. Ne? Das hat mal jemand ausgerechnet, ich weiß nicht, wer das war, ein amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler. So, es bleiben also dann 1,5-2% Mietzins, die man mit einer Immobilie bekommen kann. Und die aktuelle Immobilienblase hat ja einen riesigen Werteballon aufgeblasen bei den Immobilien. Und die Mieten konnten zumindest mal die Bestandsmieten, im Gegensatz zu den frisch Vermieteten, konnten da nicht mitziehen, dass also hier die Prozente von 1,5-2% gegenüber dem Wert der Immobilie jetzt massiv abgesackt sind. Die halten nach wie vor ihre paar Hunderter als Miete für die Eigentumswohnung. Das steigt auch mit 1-3% pro Jahr. Aber der Mietpreis hat, also der Immobilienpreis hat sich verdoppelt und verdreifacht und die Miete kommt an der Stelle einfach nicht nach. Ne? Deshalb wäre es jetzt an der Zeit, seine Immobilie zum Bestpreis zu verkaufen. Wie gesagt, kein Tipp, keine Empfehlung von mir. Gebe ich gleich ein paar Beispiele. Stammt nicht von mir, stammt von anderen. Ich halte es für logisch und sinnvoll. Ein Freund von mir hat es auch gemacht. Und der hat mit diesem extrem hohen Verkaufspreis, den er jetzt bekommen hat, war eine ziemlich neue Immobilie, den Restkredit abbezahlt und die Überschusskohle eingesackt. Natürlich, nachdem er Steuern bezahlt hat. Das ist erst frei. Immobilienverkäufe sind erst steuerfrei, wenn sie über 10 Jahre laufen. So hat es mir zumindest der Steuerberater erklärt. Wie kann es denn jetzt sein, dass ein ausgewiesener Immobilienexperte wie der Investmentpunk, der Gerald Hörhahn, mit dem habe ich auch mal zwei Videos gedreht, die finden Sie unten hier verlinkt im Kanal. Wie hat denn der seinen Wohlstand mit den hunderten Immobilien, die er hat, erzeugt? Nun, A, er kaufte in billigen Zeiten vor der Blase. Wenn Sie jetzt meinen, Sie würden noch irgendwo eine Immobilie billig bekommen, die ist abgegrast. Was Sie jetzt noch billig bekommen, hat alles einen Pferdefuß. Also so hört man es. Sehr, sehr schwierig, wenn also der Makler von einer Immobilie zur anderen zahlt.
schwierig. Ne? B, er konnte leveragen. Was heißt das? Nun, er konnte sehr stark fremdfinanzieren und konnte mit fremdem Kapital arbeiten. Und im gewerblichen Sektor sind 90-100% Finanzierung, also 100% Fremdfinanzierung möglich. 90% durchaus gängig, wenn man entsprechende Sicherheiten an der Stelle auch hat. Und Banken stehen auf Immobilien. Ne? Also da gibt es dann recht günstige Kredite. Und wenn man jetzt C, 1,5-2% Mietrendite hat, dann ist das etwas mehr als diese 0,8%, die man gerade für ein Gewerbe oder sagen wir mal für einen Immobilienkredit als Unternehmen bezahlt. Und wenn man das jetzt mit einem Leverage von 10 versehen hat, dass man also 90% fremdfinanziert hat, dann haben wir auf einmal hier 12% und mehr Rendite aus den Objekten, aus dem Eigenkapital. Und das ist genau das, was wir beim letzten Video, Teil 3, haben wollten. Mindestens mal 12%, dann geht es richtig ab. Ne? So, also da schafft man das an der Stelle. Und parallel dazu steigen mit der Immobilienblase jetzt die Immobilienwerte noch um Faktor 2 bis 3. Und mich würde es nicht wundern, ich weiß es nicht, ich höre ihm auch nicht regelmäßig auf seinem Kanal zu, kann mir vorstellen, dass er sich von der einen oder anderen Immobilie mittlerweile dann auch schon getrennt hat, ne? Und jetzt an der Stelle dann Kasse macht. Ich sehe deshalb Immobilien nicht mehr als ein wirkliches, momentan sinniges Investment an, in das man frisch investiert. Wer als Privater nach 10 Jahren seine Immobilie verkauft, der kriegt den gesamten Gewinn steuerfrei. Auch hier an der Stelle, wie gesagt, tolle Sache. Und die zukünftigen Renditen von Immobilien sind sehr begrenzt. Es gibt ja das Verhältnis, wie viele Jahre Miete muss man bekommen, um den Kaufpreis der Immobilie zu bezahlen. Und da sind sie in München jetzt hier schon bei 50 Jahren. Ne? In 50 Jahren haben wir gelernt, ist die Immobilie Schrott. Das heißt, da kommt man überhaupt nicht weiter. Da klappt gar nichts. Ne? Wenn Sie allerdings schon älter sind, auf die Mieteinnahmen aus diesen Immobilien und den Cashflow angewiesen sind, dann große Vorsicht, Immobilien sind relativ sicher, wenn sie abbezahlt sind. Ne? Ich habe mal 2, 3 Videos hier zu Immobilien in der Krise gedreht, denn wenn die mit Krediten versehen sind und ihnen geht der Job verloren, sie können das nicht mehr begleichen, dann wird es schwierig. Ne? Wenn dann auf einmal viele Immobilien auf dem Markt sind und sie kriegen ihre nicht mehr los, dann verlieren sie alles. Weil die Bank natürlich den Kredit eintreibt und sie haben nichts. Ne? Und wenn man dann mal sieht, wie schnell Grundschuldzinsen da hochjagen, da bleibt ihnen nicht viel übrig. Ne? Das ist schwierig. Ich habe auch hier mal über den Dr. Zittelmann gesprochen. Neben dem habe ich mal einen ganzen Abend gesessen nach dem börsianischen Quartett bei der Mission Money, habe ich mit ihm unterhalten. Und auf seiner eigenen Seite, zittelmannsfinanzkolumne.de, da hat er geschrieben, dass er sich von dem Großteil seiner Immobilien, mit denen er seinen Wohlstand gemacht hat, mittlerweile getrennt hat. Also auch der hört das Gras wachsen. Ne? Jetzt kommen wir noch nicht zu den Aktien, die kommen dann später, sondern jetzt kommen wir als allererstes mal zum Gold, beziehungsweise zu den Edelmetallen. Und der wichtigste Spruch bei Gold ist, es erzielt keine Rendite. Da gibt es keine Verzinsung. Sie haben dieses Gold und gut. Und dennoch, auch wenn es keine Rendite gibt, habe ich in der aktuellen Zeit gar nicht mal so kleine Menge davon im Depot. Und es gibt also zahlreiche Arten von Gold. Ich habe hier über 4 Arten Gold, das sind viel, viel mehr, gesprochen. Jetzt denken Sie hier an das Element Aurum. Nein, wir reden hier vom finanzwirtschaftlichen Gold. Und das jetzt exakt zu erklären, würde den Rahmen sprengen. Wie gesagt, schauen Sie sich das Video über die 4 Arten Gold an. Es gibt also einmal das physikalische Gold, das haben Sie in der Hand, einen Barren, fertig, oder eine Münze. Krügerrand als berühmteste dazu. Dann gibt es auf der anderen Seite das Papiergold. Das ist irgendein Zertifikat von irgendeiner Bank, einem Finanzinstitut, von irgendwas, das am Goldpreis hängt. Und zu allem Übel kann man das auch noch mit dem Hebel versehen. Das heißt, wenn der Goldpreis sich um 1% ändert, sich dieses Zertifikat um 10% ändert. Also da muss man tierisch aufpassen. Und dann gibt es dieses Gold auch noch in einem Zwitter. Nämlich ist es physikalisch hinterlegt und Sie erhalten darauf eine Inhaberschuldverschreibung. So. Das heißt, Sie haben ein Papier, das ist aber zu 95-100%, je nachdem, ob man das Cetra-Gold oder das EUVAX-2-Gold nimmt, sind die dann besichert. Und
Dann gibt es dazu noch die Möglichkeit, das war also dieses Theta-Gold, und dann gibt es die Möglichkeit, das physikalische Gold jetzt selber noch zu haben oder bei irgendeinem Depot in Sicherheitsverwahrung zu haben. Das kann Ihre Bank sein. Ja, aber schwierig, da gibt es so einen schönen Spruch, man soll dem Hund nicht den Schlüssel fürs Wurstdepot geben. Ne? So. Oder aber Sie haben es bei einem unabhängigen Verwahrer, irgendwo wie die Degussa, wo der Dr. Krall CEO von ist, dort im Depot dann eingeschlossen. So. Allerdings, wenn Lockdown ist, Ausgangsbeschränkung, kommen Sie da nicht ran. Ne? Auch aufpassen. Also, alles hat seine Vor- und seine Nachteile. Ein Vorteil von diesem richtigen Papier Gold und von dem Cetragold ist, Cetragold nennt sich ein ETC, ein Exchange Traded Commodity. Commodity sind so diese Allgemeingüter, ja, Gold gilt damit rein. Aber Exchange, also an der Börse handelbares Gold, das geht ruckzuck, das schaffen Sie in wenigen Minuten, dass Sie sich da von Ihrem Gold trennen. Und der physikalische Besitz, da ist dann ein Mod-Spread zwischen Kaufen und Verkaufen und das eignet sich eigentlich nur für eine Langfriststrategie. Aber Gold aus meiner persönlichen Sicht sollte man haben. Es gibt jetzt noch eine andere Möglichkeit, wie Sie mit Ihrem Gold Geld verdienen können. Nun, man kann das Gold ausleihen. Ja, wird manchmal im sehr großen Stil gemacht. Das heißt, Sie leihen das Gold jemand anderen, der verkauft das. Dann gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal spekuliert er damit beim Verkaufen. Das zweite ist, es nutzt eine Firma, zum Beispiel eine Goldmine, um sich damit zu finanzieren und dann nachher, wenn es das Gold gefördert hat, ihnen das Ding wieder zurückzugeben. So, also mit der Goldleihe kann man noch was bekommen, aber ich glaube, da gibt es ein Prozent pro Jahr drauf. Das rentiert nicht wirklich. Und tja, warum habe ich denn dann überhaupt Gold? Nun, weil Gold in Krisenzeiten zwei Vorteile besitzt. Das erste, über Krisenzeiten steigen die Kurse von Gold regelmäßig an. Aber, Vorsicht, verzögert. Zuerst geht es bergab. Ja, warum denn das? Nun, weil diese institutionellen Anleger in den Krisen, wo sie Aktien auf Pump gekauft haben, auf einmal Geld brauchen, um sich da wieder rauszukaufen. Und was macht man dann? Verkauft man Gold. Ne? Das sind also kreditfinanzierte Aktienkäufe oder sogar Optionskäufe. Hochkomplexe Geschichte. Und da darf man sich an diesen Stellen, wenn es in der Krise runtergeht, nicht bange machen lassen. Wenn die Krise schlimm wird, dann steigt das Gold auch wieder. Ne? So im Crash im Februar, wo es also heftig runterging, da verlor der Goldpreis von $1,700 auf $1,450. Und das waren 15%, die es da runterging. Ne? Massiv. Aber nur ein Drittel von den Aktien. Naja, nicht ganz ein Drittel von den Aktien. 35-40% rauschten da die meisten von den Aktien runter. Und dann gibt es sogenannte Terminkontrakte von Gold. Und die werden nur mit 10% Sicherung hinterlegt. Das heißt also, auch wenn jemand auf Gold spekuliert und solche Dinge hat, er muss verkaufen, wenn der Goldpreis runtergeht. Und zumindest mal, wenn er um 10% runtergeht, ist er all sein Geld los. Ne? Weil er nur mit 10%, wenn er 10% runtergeht, muss er Gold verkaufen, weil er nur 10% unterlegt hat. Also da an der Stelle sind auch Terminkontrakte schwierig. Da habe ich auf gold.de einen interessanten Artikel zu diesen Terminkontrakten gefunden. Lese das mal durch. Das sind Schleudersitze, auf die begebe ich mich nicht. Das ist mir viel zu unsicher. So. Vom 9.11. bis zum 27.11., also jetzt gerade vor ja, zwei Wochen, das Video kommt ein bisschen später, fiel der Goldpreis von $1,950 auf $1,785, also um 8,5%, einfach so ohne einen großen Crash. War eine leichte Korrektur an den Aktienmärkten und der Goldpreis fiel um 8,5%. Das war heftig, also Gold ist nicht konstant. Das Einzige, was bei Gold konstant ist, ist die Masse, die sie besitzen. In Gramm, in Unzen oder in Kilogramm. Und der Goldpreis wird auch massiv manipuliert. Ich habe hier vor Jahren schon das Buch Die Golddrückung von Dimitri Speck, gebe ich Ihnen unten den Link drauf, sehr zu empfehlen, das Buch. Ich glaube, da habe ich so einen Affiliate-Link drauf. Freut mich, wenn Sie das klicken. Und dann habe ich noch das letzte Buch jetzt von den James Rickards besprochen gehabt. Auch hier finden Sie dann einen Affiliate-Link darunter, wo er drin beschreibt,
dass der Goldpreis jetzt nicht von der FED gedrückt wird, wie das damals beim Dimitri Speck der Fall war, sondern jetzt vermutlich von der chinesischen Zentralbank, weil die den Goldpreis niedrig halten will. Und wenn dann die Leute es richtig abstürzen, dann kauft die FED wieder, People's Bank of China, glaube ich, so heißt die, kauft dann, um ihre Goldbestände aufzustocken. Und das machen die Chinesen ganz massiv. People's Bank of China, habe ich mir hier hingeschrieben. So, also hier kann man dann nur abwarten bis zu dem Zeitpunkt, wo die Zentralbanken den Anstieg des oder die Ausweitung der Geldmenge nicht mehr kontrollieren können und den Anstieg des Goldpreises nicht mehr eingefangen bekommen. Und dann sind sie da an der Stelle der große Gewinner. In den vergangenen 12 Monaten schaffte Gold 24%. Partytime für die Goldbesitzer. Das war deutlich mehr als die 12%, von denen ich so als erste Zielgröße mal ausgegangen bin. Das war also richtig gut. Aber über lange Jahre ist Gold ein schlechtes Investment im Verhältnis zu Aktien. Über die vergangenen 10 Jahre hat Gold also nur 28% gemacht. Das ist lausig. Also da müssen Sie aufpassen, wie es läuft. Und deshalb B gilt Gold in den Fachkreisen nur als Versicherung. Tja, aber was für eine andere Versicherung könnte man denn gegen das Versagen einer Währung wie dem Euro zum Beispiel abschließen? Ne? Gut, aber wie gesagt, dies ist keine Empfehlung. Ich möchte aber der Vollständigkeit halber noch darauf hinweisen, dass es auch Goldverbote in der Vergangenheit gegeben hat. Und zwar ja, natürlich in Deutschland, aber auch in dem Land der Freiheit der USA. Auch da hat man Gold verboten gehabt. Krass. Und zwar immer dann, wenn Krise oder Krieg ist, dann braucht der Staat zwingend Geld, um irgendwelche Drittländer und so zu bezahlen, um Unterstützung und Waffen und so weiter zu bekommen. Und dann beschlagnahmt er gerne das Gold seiner Bürger. Hat schlecht funktioniert in der Vergangenheit, obwohl Gefängnis drauf stand. Es wurde wenig abgeliefert. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass das Goldverbot in Zukunft wirklich wirkt. Denn immerhin 2/3 der Deutschen haben Gold. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da ist richtig Gold im Haus. Ne? Und 40% davon zu Hause. Wenn man denen das Gold nehmen will, ist die Revolution perfekt. Ne? Die Deutschen haben geschätzt, das ist eine Schätzung von der FAZ, gebe ich Ihnen auch unten, oder eine Schätzung, repräsentative Umfrage, in der oder über die in der FAZ berichtet wurde, haben also die Privaten 9.000 Tonnen Gold, und zwar 5.000 Tonnen in Barren und Münzen und 4.000 Tonnen in Form von Schmuck. Das ist eine der größten Mengen der Welt und weit mehr als die FED hält. Und dazu kommen noch 3.400 Tonnen bei unserer Bundesbank. Also Gold im Land ohne Ende. Und wenn man Gold nach 12 Monaten dann wieder verkauft, wenn nach so einer Krise das Ding massiv angestiegen ist und Sie brauchen nun flüssige Mittel, dann können Sie dieses Gold, wenn es denn nun wieder handelbar ist und nicht verboten ist, können Sie das Gold verkaufen und dann ist das Gold nach der heutigen Rechtsprechung steuerfrei. Ne? Gilt auch für physikalisch besichertes Xetra-Gold und Euwax-2-Gold. Da wollte unser lieber Herr Finanzminister dieses Xetra-Gold mit dem Kapitalertragssteuersatz versehen, ist aber nicht durchgegangen. Ich habe immer vermutet, dass da irgendjemand massiv lobbyiert hat. Auf der anderen Seite hört man, nee, das wurde wohl von einigen Juristen und Verfassungsrechtlern, also gegen die Verfassung stehend oder gegen unser Grundgesetz stehend, interpretiert. Und deshalb haben sie das dann rausgenommen, damit es nachher nicht noch ein Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht dann gekippt wird. So, Fazit. Aus meiner persönlichen, privaten Sicht gehört Gold in unsicheren Zeiten in ein Depot. In einem langen, langen Run. So, jetzt im Prinzip von 2003 rauf bis jetzt, 2020, war Gold nicht wirklich der Renner an dieser Stelle. Wobei in den letzten 2 Jahren ist es deutlich besser gelaufen. In den letzten 2 Jahren hat das Gold 50% gemacht. Also das heißt, da waren lange, lange Jahre sehr, sehr wenig. Und jetzt in den letzten 2 Jahren, wo die Sache heißer wird, ging es um 50% rauf. Und meine Goldposition, die ich seit 2018, 2019 halte, hat davon massiv profitiert.
Also, ja, Gold gehört als Versicherung da mit rein. Und wenn die Crash-Propheten recht haben sollten, dann sollte sich der Teil Gold, den ich habe, noch ein Stückchen besser entwickeln, wenn man es mir nicht wegnimmt. Aber das gilt nur für Immobilien, genauso mit Vermögensschnitt, Vermögensabgabe. Ich habe immer wieder darüber gedreht. Da gibt es eine Untersuchung vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Ja, also sicher ist eins, ne? Der Tod. Ne? Und auch das vielleicht für 1% der Bevölkerung nicht. So, Kryptos. Als nächstes momentan massiv gehypt. Bitcoin, Ethereum, XRP, Klammer auf, von Ripple, Klammer zu. Das sind die Kryptowährungen mit der höchsten Marktkapitalisierung. Es gibt viele, viele andere mehr. Und hier wird ganz, ganz oft dazu geschrieben, was diese und jene Krypto ist ganz, ganz toll und die eignen sich als Geld, weil die einfach sich schneller rechnet, die ist aktiver, da funktioniert das Bezahlen schneller und so. Alles richtig, ja, keine Frage. Aber sie haben nicht die große Marktkapitalisierung. Die große Marktkapitalisierung liegt bei diesen drei, in Anführungszeichen, Marktführern. Und deswegen investiere ich nur in diese drei. Wie gesagt, keine Empfehlung, nur meine Sache persönlich. Der Bitcoin hat 360 Milliarden Dollar, so im Moment bei 18.000, 19.000 Dollar pro Bitcoin an Kapitalisierung. Ethereum immerhin 70 Milliarden und das XRP hat jetzt schon 30 Milliarden. Also da sind vergleichsweise gute Marktkapitalisierungen dabei. Wenn man sich aber die Weltgoldreserven anschaut, mit 30.000 Tonnen zu 58.000 Dollar pro Kilogramm, dann sind es 1,7 Billionen, also 1.700 Milliarden. Das ist nun mal ein ganz schönes Stückchen mehr, als der Bitcoin hat. Aber steigt der Bitcoin, so wie ich das bei dem Video über das Bitcoin-Halving beschrieben habe, und ich vermute, dass er sich im nächsten Jahr, also 12 bis 18 Monate nach dem letzten Halving, das war, glaube ich, im Mai war es, ne? Oder war es erst Juni? Ja, weiß nicht. Auf 100.000 erhöht, was aus meiner Schätzung möglich sein könnte, ja, ganz vorsichtig, dann liegen wir natürlich mit der Bitcoin-Kapitalisierung im Bereich des Goldes. Wird der Bitcoin das Gold ablösen können? Nein, natürlich nicht. Dafür ist Gold einfach ein 6.000 Jahre altes Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel. Und der Bitcoin hat jetzt gerade mal, wie viel, 8 Jahre auf dem Buckel? Nee, das wird er nicht ablösen können. Na, das geht erst biologisch. Wenn die Alten, die das Gold halten, dann nur das Zeitliche segnen und die Erben das Gold verhökern, dann ist man die Chance, dass es in Richtung Bitcoin gehen wird. So, auf Bitcoin gibt es jetzt auch Papier. Da gibt es Zertifikate, Derivate, CFDs und was es alles gibt. Zum Teil mit ganz heftigen Hebeln und das alles ist nun nicht meine Sache. So, Bitcoin hat in 12 Monaten, halten sich fest, 170% gemacht. Meine Position, habe ich immer gesagt, ja, das ist so ein bisschen, als ich bei Mission Money mein Interview bekommen hatte, Roast My Depot, schreibe ich ihn auch unten rein, den Link da drauf, habe ich gesagt, nee, so viel ist das nicht. Das ist etwas, wenn ich es verliere, nun gut, ist nicht so schlimm. Und wenn es ordentlich abgeht, dann ist die Menge groß genug, dass es mich also richtig freut. Und mittlerweile ist er also so weit gestiegen, dass die Menge nicht mehr vernachlässigbar ist. Aber soll man jetzt Gewinne mitnehmen? Nein. Dafür sind die anderen Werte auch so stark gestiegen, dass die Summe zwar bedeutend ist, aber in den anderen jetzt nicht so sich massiv abhebt. Also Gewinne soll man laufen lassen. So. Ethereum hat nur 300% zugelegt. Ich bin froh, dass ich etwas habe, aber viel zu wenig. Ne? Darum habe ich gesagt, nur selbst 300% Zuwachs hat bei mir nicht wirklich viel ausgemacht. Und das XRP hat zum heutigen Tag, zu gestern, 2.12.2020, 190% gemacht. Ich rechne diese ganzen Zahlen alle in US-Dollar. Für mich ist Euro keine Anlagewährung. Mit Euro bezahle ich zwar alles Mögliche, aber meine Geldanlage läuft nicht im Euro, weil ich im Euro diese vielen Jahre Bestand einfach nicht mehr zutraue. Ich denke an dieser Stelle in Euro.
So, wer also hier in Euro gerechnet hat, der hat sogar noch mehr zugelegt, ne, weil der Euro gegenüber dem Dollar ein Stück weit zugelegt hat. So, wer also einen Anteil seines Wohlstands in den gängigen Kryptos gehalten hatte, der konnte ganz massive Zuwächse verbuchen. Wichtig auch hier, wenn Sie die Kryptos länger als 12 Monate halten, ist der Gewinn steuerfrei. Also mit einer gewissen Gewichtung gehören deswegen, weil das digitale Geld die Zukunft sein wird, auch diese Coins in jedes Portfolio hinein, ziehen sich da aus meiner persönlichen Sicht nicht zu weit aus, weil wenn sie verboten werden sollten, ja nicht nur Goldverbot, auch Kryptoverbot steht im Raum, kann auch dieses Geld weg sein. Sie sehen also, man muss diversifizieren, weil alles einem weggenommen werden kann. Nichts auf dieser Welt ist für Sie ja gesetzt und sicher. Ne? So, jetzt kommen wir endlich zu den lang erwarteten Aktien. Und das ist dann auch die größte Anlageklasse, in der ich meinen Ersparnis oder meinen Wohlstand aufspare. Und es ist ganz, ganz viel darüber zu sagen, schaffe ich in diesem Video nicht. Deswegen gibt es dazu später noch weitaus mehr und gesonderte Videos. Und ein paar grundlegende Dinge, damit Sie so allgemein verstehen, was da abgeht. Für die meisten sind Aktien ein Buch mit 7 Siegeln, dabei sind Aktien völlig simpel. Da gibt es immer so die Schlaumilch und ich weiß besser Menschen, die versuchen Ihnen zu erklären, dass man da aufpassen muss, traden und rechnen und hin und her. Ja, das sind die Trader, aber wie gesagt, bei mir geht es nicht ums Traden, bei mir geht es um die langfristige Geldanlage und da spielen ganz, ganz andere Punkte eine Rolle. Und in Summe steigen alle Aktien, und das ist das Wichtige, was jeder hier mitnehmen muss, mittel- und langfristig am stärksten von allen Anlagen, die wir in unserer Gesellschaft haben, an. Und das ist etwas, was in unserer Bildung komplett vernachlässigt wird, erzählt Ihnen keiner. Einfach Aktien, die sind gefährlich, die schwanken ohne Ende und so, das kannst du nicht investieren. Aber wenn Sie sich die Sache anschauen, wenn Sie sich die Kurven der Entwicklung unserer Indizes sich ansehen, Aktien waren das Einzige, was richtig abgegangen ist. Alles andere, Immobilien, Gold, alles war, entschuldigen Sie, Pipifax. Das war so ein bisschen. Ne? Und bei den Aktien ging es richtig ab. Und deshalb ärgert es mich so, dass unsere gesamte Bevölkerung nur 15% Aktienbesitzer hat und die sind auch nur ganz, ganz knapp mit dabei. Und andere Länder haben also riesigen Aktienbesitz. Zum Beispiel in den USA ist Aktienbesitz sehr, sehr stark im Mittelstand vorhanden. Ne? So, warum steigen die Aktien langfristig? Nun, die Aktien bilden die wirtschaftliche Entwicklung auf der Welt ab. Und wenn man hier so sozialistisch, gleichmacherisch wie in unserem Deutschland lebt, dann heißt es immer, ja, wenn man hier was bekommt, nimmt man es woanders weg und in Summe muss die Wirtschaft Nullsummenspiel ergeben. Nein, schauen Sie mal zurück ins Mittelalter, vergleichen Sie mal das, was heute jetzt hier los ist. Da hat es ein wirtschaftliches Wachstum gegeben. Ganz massiv. Und daran kann jeder Einzelne daran teilhaben. Das ist das Wichtige an diesen Aktien. Natürlich gibt es hin und wieder eine Krise und es geht einen Berg runter. Klar, auch das. Aber langfristig geht es bergauf. Und zwar nicht nur bei uns, sondern auf der gesamten Welt. Und auch da liefert unsere Presse, unsere Medien liefern ein ganz, ganz falsches Bild. Man kann die Realität hinter einer Zeitung verstecken. Ne? Die erzählen Ihnen was, der Teufel was. Ne? Draußen ist es ganz anders. Auch die Bildung der Menschen steigt in der dritten Welt. Die Anzahl an Analphabeten geht zurück, ganz massiv. Die Anzahl der Hungernden ist massiv zurückgegangen. Unsere aktuelle Krise mit den ganzen Lockdowns, die setzen sich zurück bis nach Afrika rein. Da geht es gerade massiv bergab. Sehr, sehr schade, den Rückschlag, den die dort hinnehmen müssen. In Summe ist es ganz, ganz schön hochgegangen. Leider haben wir in Afrika die Hälfte der Länder, die hier zu den Failed States gerechnet werden müssen. Aber die andere Hälfte, da geht es gut. Ne? Also da müssen wir aufpassen, Südostasien ist aus dem Gröbsten raus. Da geht es ganz schön ab. Was früher China war, ist jetzt Vietnam. Ja, ein Freund von mir hat schon mal in Kambodscha Urlaub gemacht. Geht ganz toll am Meer. Noch billiger als das benachbarte Thailand. Also da geht gut. Ne? Es gibt einen Kanal, FinTool, auf dem der Professor Heri, das ist ein älterer Herr, nein,
Er ist jünger als ich, aber es gibt dort zwei, die dort sprechen. Es ist ein jüngerer und ein älterer. Ich meine den älteren, den Professor Heri, der so in 5-Minuten-Videos Ihnen die grundlegenden Dinge von den Aktienmärkten erklärt. Und da können Sie sehen, wie es langfristig bergauf geht. Und er zeigt auch die Rücksetzer und zeigt da Statistiken. So alle, wenn Sie am schlimmsten eingestiegen sind und danach kommt sofort ein Absturz, dann dauert es längstens 7-8 Jahre, bis Sie hinten wieder raus sind und besser dastehen als zuvor. Ne? Also Aktien gehen grundsätzlich nach oben. Nicht alle. Ne? Es können auch Firmen pleite gehen. Ich habe ein Video hier über Wirecard gedreht. Zum Beispiel Wirecard. Boah, Fintech, Deutschland, ganz toll, DAX-Wert. Peng, pleite. Ne? Ist nicht so selten. Hyper-Real Estate, peng, weg. Ne? Und dann haben wir da noch, weltweit geht es auch noch heftiger, Enron. Das sah sich so als eine der größten Firmen der Welt. WorldCom, drittgrößter Kommunikationsanbieter der Welt. Pleite. Ne? General Motors. Also passen Sie auf, Aktien gehen auch im Bach runter. Wie kann man sich davor schützen? Nun, indem man diversifiziert. Und da gibt es einige Regeln zur Diversifikation. Und da soll es jetzt ein bisschen dann darum gehen. Und zwar sind Aktien, Punkt 3, in speziellen Segmenten weitgehend miteinander gekoppelt. Zum Beispiel in 90% aller Fälle werden sich Daimler und BMW ähnlich entwickeln. Geht der eine rauf, geht der andere auch, weil die anderen sagen, also wenn das jetzt bei Daimler so ist, muss das bei BMW eigentlich ähnlich sein. Das sind also, wie heißen die, korrelierte Aktien. Oder die Deutsche Bank und die Commerzbank. Und da habe ich hier mal zwei Diagramme für Sie zum Einblenden. Zuerst sehen Sie gerade schon den BMW und den Daimler, wie die sich hübsch ähnlich entwickeln. Also die Entscheidung zu fällen, ich nehme den BMW oder ich nehme den Daimler, ist keine Entscheidung. Das ist das Gleiche auf dem langfristigen Weg gesehen. Oder die Entscheidung zu nehmen, ich nehme die Deutsche Bank oder die Commerzbank, ist auch kein Unterschied. Die bewegen sich auch sehr, sehr ähnlich. Unterschiede ergeben sich nur, wenn in einzelnen Unternehmen extreme Probleme entstehen, zum Beispiel die Dieselkrise. Da ging es zuallererst beim Volkswagen in die Details rein. Aber dann zogen die anderen mit runter. Also das ist ein Beispiel, wie es alle runtergezogen hat, die Dieselkrise. Aber Volkswagen hat es an einer anderen Stelle ganz nach oben gezogen mit einem isolierten Problem, als man sich nämlich um die Führung innerhalb des Volkswagen-Konzerns zwischen der Familie Piëch und Porsche stritt. Da jubelte die Stammaktie mit Stimmrechten nach oben bis auf 1.000 Euro und die Vorzugsaktie mit einer bevorzugten Dividende, aber ohne Stimmrecht, für die Mitarbeiter hauptsächlich gedacht, die blieb da unten. Ne? Da konnte man jetzt einen Zock machen, den ich gemacht habe. Und zwar, es war das einzige Mal in meinem Leben, dass ich eine Volkswagen-Aktie gekauft hatte damals, weil der Abstand zwischen der Vorzugsaktie in der Stammaktie so riesengroß war. Das waren, ich weiß nicht, 700 Euro oder sowas oder mehr als 700 Euro. Und da habe ich gesagt, okay, ich kaufe die Vorzugsaktie da unten und die werden sich dann irgendwann schon in der Mitte treffen. Und siehe da, das war bis vor 2-3 Jahren der beste, absolut gesehene Gewinn, den ich jemals eingefahren habe. Höher als der mit Tesla. Vierter Punkt, die grundsätzliche wirtschaftliche Freiheit eines Landes, beziehungsweise der Wirtschaft in einem Land, bestimmt die Entwicklung der Wirtschaft und bestimmt damit mittel- und langfristig die Aktienkurse in einer Region. Ne? Je freier ein Land ist, umso stärker wachsen die Firmen. Umso mehr gibt es dann für die Aktionäre zu verdienen. In China ist die wirtschaftliche Freiheit enorm. Die politische Freiheit, nun, darüber lässt sich diskutieren. Wichtig ist Wirtschaft, nicht Politik. Und deswegen geht es in China mit diesem Wirtschaftswachstum so extrem los. Nun kann man sagen, oh, das sind ganz viele Leute. Nun, vorher waren es auch ganz viele Leute, es gab keine wirtschaftliche Freiheit, es ging nichts ab. Ne? Das Gleiche in der DDR, früher in der Sowjetunion, Siechtum, kein wirklicher Fortschritt. Ein paar Leuchttürme mit so ein paar Sojus-Raketen, aber das war dann auch schon alles. Ne? So, und weil bei uns
der Staat so übergriffig auf die Wirtschaft ist und so viele Verordnungen und Gesetze entlässt, die alle gängeln und knechten. Deshalb klappt das bei uns mit dem DAX nicht. Ne? Ist einer der grottenschlechtesten Indizes, die es auf der Welt gibt. Wir leben hier in Deutschland ganz besonders in der Sackgasse, in der Wirtschaft. Das muss einem klar sein. Jedem Aktionär, der sich ein bisschen um seine Werte kümmert, der weiß das. Ne? So, fünftens, es gibt immer besondere Aktientrends, die eine Gruppe von Aktien fördern oder eben behindern. Ne? Und diese gilt es mit wachem Auge zu finden. Von 2012 bis 2018 waren es diese Fangaktien. Ne? Facebook, Amazon, Netflix, Google. Und mit denen konnte man pro Jahr, ich habe das mal ausgerechnet gehabt, pro Jahr im Schnitt über diese Aktien 100% pro Jahr machen. 12%, habe ich gesagt, wäre nun mal sehr sinnvoll, damit es weitergeht, bei einem im Depot, so richtig ordentlich. Da konnte man mit diesen vier Aktien 100% machen. Ich hatte nicht alle von denen, weil es gibt da Firmen drin, die mag ich nicht. Aber ich hatte genügend von denen, dass ich das auf mein gesamtes Depot sauber abgefärbt hat. Wenn man diese Trends erkennt, weiß man, wo es lang geht. Und man kann genauso auf der anderen Seite den Trend erkennen, dass es bei den deutschen Automobilherstellern seit 2015, spätestens 2017, ausschließlich nur noch bergab geht. Kurs Richtung Süden. Ne? Auch der Verfall unserer Banken. Legendär. Von 2003 bis 2008, also im Zeitpunkt vor der Finanzkrise, da waren die dividendenstarken Unternehmen, die sogenannten Value-Aktien, waren da der Renner. Ne? Es gilt zu erkennen, welche Trends gerade laufen. Und im Moment sieht es, ohne Gewähr, ihre eigene Entscheidung, nach Tech-Aktien aus. Und zwar wird der Nasdaq, der starke Anstieg der Technologiebörse in New York, der Nasdaq von allein 5 Aktien, den 5 größtkapitalisierten Aktien, dort getragen. Wenn man das so sieht und das so versteht, dann war in diesem Jahr dort Geld zu verdienen ohne Ende. So, dann ein wichtiger Punkt, niemals Schwäche kaufen. Das muss man sich, ja, das geht gegen den eigenen, gegen das eigene Gefühl, was man in der Schule antrainiert bekommen hat. Wenn eine einzelne Aktie abstürzt, dann ist das Risiko sehr hoch, dass sie nicht wieder hochkommt oder schlecht hochkommt. Turnaround-Aktien gibt es ganz, ganz selten. Und da habe ich mal ein Video hier über Enphase. Da hat also ein, ich glaube, es war ein Beamter, der hat für billig Geld Enphase gekauft. Ich weiß nicht, was das war und was er gekauft hat. Für 1,40 Euro oder waren es 4 Euro? Ich erinnere mich an die Zahl nicht mehr. Und heute steht sie bei über 100. Und da hat er richtig viel für gekauft. Also der ist Millionär geworden. Diese Turnaround-Kandidaten zu finden, richtig, richtig schwierig. Ich persönlich lasse davon komplett die Finger. Ne? Dass da ein Wert massiv abfällt und man sagt mir, der kommt wieder. Man soll Stärke kaufen. Wenn ein Kurs anzieht und läuft, sollte man gucken, läuft er, dann stimmt das Geschäftsmodell. Ist er in der richtigen Region auf der Welt? Ist dort das Wachstum vernünftig? Gibt es Verdrängungswettbewerb? Hat er einen, wie heißt das schön, einen Burggraben um sein Geschäft errichtet, dass keiner eindringen kann? Dann ja, dann kaufen, dann wird die Sache abgehen. Dann kann man auch in höhere Kurse hineinkaufen. Aber es gibt eine Untersuchung, wenn Sie jetzt eine gewisse Menge Geld haben und sagen, ich möchte einsteigen, dann schaffen nur 25% ein vernünftiges Market Timing. 75% sind, wenn Sie warten und sagen, dann steige ich ein, sind Sie schlechter, als wenn Sie sofort eingestiegen werden. Ist eine statistische Sache. Es kann daneben gehen, wenn Sie jetzt sofort unmittelbar einsteigen. Aber nur zu 25%, wenn man dieser Studie folgt. Aber zu 75% holt man gleich mehr raus, als wenn man wartet, bis irgendwann dann mal der Kurs gefallen ist. Und das Wichtigste ist, wenn Sie gar nicht einsteigen, können Sie auch gar nichts verdienen. So. Dann warten Sie bis zum St. Nimmerleinstag. Und wie wir gesehen haben, die exponentiellen Kurven, die brauchen ihre Zeit. Deshalb muss man früh damit anfangen, ne? Wenn man allerdings in einem langen Bärenmarkt ist, wenn die Kurse also schon seit einem halben Jahr fallen und sie fallen immer weiter, dann würde ich nur auch warten, bis unten mein Ende ist, bis ich einsteige. Ne?
Aber so ganz normal, wenn der Kurs sich so normal bewegt, ja, kommen wir rein. Meine persönliche Meinung. Beim Crash ist das anders. Wenn der Crash richtig gelaufen ist, der ist massiv abgesackt und die Kurse sacken und sacken und in ein paar Tagen geht es dann massiv runter, ja, dann kann man mal in diesem Abwärtstrend, wenn Sie meinen, oh, das hat sich jetzt vielleicht doch schon stabilisiert, kann man da schon mal reinkaufen. Dann geht es halt nochmal runter, dann nehmen Sie in die nächsten Menge Geld, gehen Sie da rein. Ja, und wenn er dann schon wieder rumdreht und steigt, dann müssen Sie halt mit dem letzten Geld auch wieder reingehen. Ne? So, niemals, Punkt 7, niemals nur in Aktien investieren. Das gilt für jede Anlageform, sei es Gold, sei es Krypto, sei es Immobilien. Niemals nur in eine einzige Anlageform investieren. Wenn es zu einem großen Crash in dieser Anlageform kommt, Goldverbot, und Sie haben nur Gold, dann werden Sie extrem von Verlusten betroffen sein. Aktien bieten eine große Chance, hier verschiedene Segmente zu greifen, aber ich würde trotzdem andere Anlageformen wie Gold oder Krypto nicht vernachlässigen, muss auch sein, aber innerhalb der Aktien ist der größte Gewinn, drum würde ich auch dort die größten Mittel einlegen. Und Aktie ist nicht gleich Aktie, man kann sie nach gewissen Kenngrößen klassifizieren. Und zwar zuerst mal Firmengröße. Die Small Caps, die Medium Caps, die Blue Chips, das sind die riesengroßen, die besten Werte aus den großen Indizes. Und ich bin auf keinen Fall in den Small Caps, höchstens mal zu einem Zock. In manchen Zeiten laufen Medium-Aktien besser, aber da müsste ich mich stärker drum kümmern. Also der MDAX ist besser gelaufen als der DAX. Gut, man braucht nicht viel, um besser als der DAX zu laufen. Da gibt es auch noch den HDAX, den kennt kaum einer. Das ist der SDAX, der Small DAX, Medium DAX und der normale DAX 30. So, also in die kleinen nur am Rande, ansonsten gehe ich mit groß. Ne? Warum? Nun, die haben den stärksten politischen Einfluss auf die gesamten Systeme. Und wenn ich nun solche Aktien kaufe, unterstütze ich nicht das Unternehmen, sondern ich kaufe sie einem anderen ab. Wichtig, habe ich hier mal drüber gesprochen, ob man mit dem Aktienkauf die bösen Konzerne unterstützt. Nein, man wird zum bösen Konzern, man unterstützt sie nicht, man profitiert davon. So, dann, das war A, also die Firmengröße, und dann B, Länder und Regionen, zum Beispiel Eurostox, DAX Deutschland, Eurostox Europa, dann die USA mit zwei Indizes oder mit zwei Börsen, New York Stock Exchange und der Nasdaq. Und dann natürlich die London Stock Exchange, die größte Börse in Europa. Und dann natürlich China mit den neuen Börsen. Das sind so die verschiedenen Regionen, in denen man sich überlegen kann, wo geht es ab und wo geht es nicht ab. Dann auf die einzelnen Börsen gehen, auf die einzelnen Indizes gehen. Zum Beispiel innerhalb Amerika den Standard & Poor's 500 ist für mich ein Leitwert. Komme ich nachher noch ein bisschen drauf. Dann die verschiedenen Branchen. Da müssen wir uns noch genauer drüber unterhalten, wie diese Segmente man aufteilen kann. Da gibt es verschiedene Sichten auf diese Segmente, verschiedene Einteilungen. Und dann ganz wichtig, Punkt E, Zykliker, Nicht-Zykliker, Antizykliker. Also Antizykliker habe ich als solches noch nicht wirklich viele gefunden. Das ist also, wenn die Konjunktur runtergeht, was anderes hochgeht. Höchstens, wie gesagt, Gold mit Verzögerung. Aber Antizykliker bei Aktien, ganz schwierig. Vielleicht haben sie welche, freue ich mich. Nun hängt es auch ein bisschen an der persönlichen Einschätzung, wo man sich zufrieden fühlt, wo man sich nicht zufrieden fühlt. Und wie gesagt, ich unterscheide zwischen investieren, traden und zocken. Traden mache ich nicht. Dafür habe ich einfach keine Zeit. Ich habe ja hier bei whisky.de, dem Versender hochwertigen Whisky, seine privaten Endkunden, eine Menge zu tun, dass ich jetzt nicht noch jeden Tag da um die Börse mich kümmern muss und schauen muss, geht er rauf, geht er runter, was ist da, was sind die Gewinnerwartungen frisch rausgekommen, muss ich reagieren und so. Das ist Traden und das tue ich nicht. Zocken mache ich mit kleinen Beträgen. Das geht, ja, ich sag mal, 4 aus 5 geben daneben, aber der 5. hat immer ein Potenzial, besser zu steigen als die 4, die daneben gegangen sind. Das Potenzial, das heißt nicht, dass es klappt. Also Zocken ist Zocken. Ein geschickter Zock hat vielleicht eine bessere Chance. Ja, vielleicht. Macht ein bisschen Spaß. So. Welche Segmente sehe ich denn jetzt nun positiv? Wie ich das schon ein bisschen andeutete,
Ich investiere nur in die Medium und in die Blue Chips. Und ich habe auch mit kleinen Firmen jetzt einen Zock gemacht, oder sagen wir auch mit Medium-Firmen einen Zock gemacht. Und zwar habe ich einen Impfstoff-Zock gemacht. Bin da schon wieder raus. In einem späteren Video rechne ich Ihnen das dann mal vor, ob das geklappt hat oder nicht. Ich habe selber gesehen, dass da ein paar Werte toll gelaufen sind, aber die anderen nicht. Und die absummiert habe ich noch nicht. Keine Zeit, muss ich mal gucken. Bei Ländern und Regionen bin ich also zum großen Teil in den USA zu Hause. Und die Eurozone, also da, wo in Euro Abschlüsse, Firmenabschlüsse gemacht werden, habe ich gar nicht. In Europa habe ich ein paar, die meisten davon in der Schweiz. Und nur eine einzige Pharmaaktie aus dem Rest der EU, aus dem Nicht-Euro-Land der EU. Der gesamte Eurosozialismus, der uns jetzt mit Planwirtschaft aus der EU und mit dem Geldsozialismus im Euro, ich habe hier ein Video über Geldsozialismus gedreht, da, was da auf uns zukommt und schon da ist, das macht mich furchtbar nervös. Ne? Der Euro ist zum Dollar gestiegen. Ja, das ist richtig, aber warum? Weil dort am meisten gerettet wurde, weil dort am meisten mit Geld geflutet wurde, weil dort das Geld am billigsten war und da sind die Leute, im Prinzip haben am meisten Party gefeiert. Aber im Verhältnis zum Bruttosozialprodukt der Eurozone ist der Euro extrem gestiegen und in den USA haben wir ja nicht nur die Dollarzone, die Volkswirtschaft der USA, sondern noch die halbe restliche Welt mit dazu. Da ist der Dollar lange nicht so geflutet worden mit dem Riesengeld, ne? Mit dem Gelddrucken. Also die Fed hat lange nicht so viel im Verhältnis zum gesamten Bruttosozialprodukt der Eurozone gemacht. Gut, hat mich das jetzt gestört, dass der Dollar da gefallen ist? Nein, meine Aktien in den USA sind weitaus stärker gestiegen, als der Euro gestiegen ist. Weitaus stärker. Ne? Seit Mitte 2017 tritt nämlich der DAX auf der Stelle. Der kommt nicht vorwärts. Ne? Der ist heftig volatil. Je nachdem, wenn die Wirtschaft wieder runtergeht, dann sackt er ab und dann wird, oh, wir retten und zack, geht er wieder hoch und dann geht er wieder runter und dann geht er wieder hoch. Aber er kommt nicht vorwärts. Ne? Da kriegen sie über die Jahre null an Gewinn hin. Und die Dividenden, die es gibt, sind mittlerweile lausig. Also da geht nichts vorwärts. Vor allem, kommen wir gleich drauf, der DAX ist ein Performance-Index. Ne? Der enthält die Dividenden. Also da geht nichts vorwärts. Die europäische Planwirtschaft und die Hochregulierung, die fordert ihren Tribut, erstickt jegliches Wachstum und verhindert damit auch das Wachstum der Firmen. Mittlerweile habe ich ein bisschen meine Angst vor der chinesischen Volkswirtschaft abgelegt, weil die chinesische Volkswirtschaft entwickelt sich zur größten der Welt, zur bedeutendsten der Welt. Der Wechsel von der USA hin zu China auf der wirtschaftlichen Seite ist er am Laufen eigentlich schon abgeschlossen. Auf der militärischen Seite ist die USA noch ein Vielfaches stärker. Aber USA hat zum Beispiel in Afrika komplett geschlafen und China hat da in jedem Land Fuß in der Tür. Die verschiedenen Seidenstraßen, sei es mit Schiff, sei es mit Eisenbahn, sei es mit Straße, das ist jetzt alles ziemlich fertig. Die haben es an der Stelle einfach richtig gemacht. Und jetzt langsam dürfen dann auch die Chinesen die eigenen Aktien halten. Die Chinesen haben zum Beispiel auch ein Goldverbot. Die dürfen jetzt auch Gold kaufen. Die chinesische Zentralbank baut Goldreserven auf. Also da geht es los, dass die sich hin zum bedeutendsten Staat auf der Welt, Imperium, entwickeln. Und darum bin ich von diesen Aktien jetzt nicht mehr so abgeneigt. Ich war in den 2010ern schon mal in China investiert. Und da ging es hübsch horizontal. Ich bin da ohne großen Gewinn, auch nicht ohne großen Verlust. Ein Wert ist gestiegen, ein Wert ist massiv gefallen. Ich hatte da Photovoltaikhersteller in China, der ist massiv gefallen. Und ein so Sportshooting ist mit der Olympiade, nee, mit den Olympischen Spielen. Olympiade ist immer die Zeit zwischen den Olympischen Spielen. Mit den Olympischen Spielen massiv gestiegen. Und danach habe ich das dann glatt gestellt und dann war vorbei beim China Investment. Da geht es jetzt ein bisschen weiter. Und ich gebe ja dann in späteren Videos in ein paar Wochen dann auch mal einen Einblick in mein Depot, was ich da habe. So, zwei Werte, China habe ich jetzt schon gekauft. Wer ein bisschen sich für interessiert, weiß, was es ist. Dann die Börsen und die Indizes. Wo investiere ich denn nun hauptsächlich? New York Stock Exchange und Nasdaq. Die Volumen sind hoch, das heißt, man bekommt dort immer
sein Trade durch. Wenn man einen richtigen Broker hat, wie Interactive Brokers, wo ich bin, unter anderem bin, bin ich auch direkt dort am Markt und kriege meine Orders sofort erfüllt. Also das klappt ganz, ganz super. An welchen Indizes orientiere ich mich? Nun, der wichtigste, der immer in den Nachrichten genannt wird von unseren wissenden, hochqualitativen, öffentlich-rechtlichen TV, der Dow Jones. Der Dow Jones stammt von einem Verlagshaus, Dow Jones & Company. Und das ist, entschuldigen Sie, wenn ich das so sage, ein Altherrenindex. Die sitzen da zusammen und entscheiden, wer da reinkommt. Da ist immer noch die IBM drin. Die hat eine Bedeutung, die hat jetzt, ich weiß nicht, 15 Quartale in Folge, ist die massiv geschrumpft. Die lassen die da drin, ne? Ja, Blue Chip, bleibt drin. Das ist also überhaupt nichts für mich. Im Dow Jones sind allerdings auch Werte drin, die ich habe. Das andersrum stimmt es dann schon. Ich verwende für meine Marktbeurteilung vorwiegend den Standard & Poor's 500, weil der ein bisschen breiter gestreut ist. Und natürlich den Nasdaq für die Technologie. Ja. Und dann gibt es noch den Russell 2000, den Russell 3000. Der 3000 sind die 3000 stärkst kapitalisierten Firmen in den USA. Und der 2000er ist von den 3000ern die unteren 2000. Also das ist so der Mittelbauch da drin. Das ist zu breit, da sind zu kleine Firmen mit drin. Um den kümmere ich mich eigentlich nicht. Der gibt mir so ein bisschen die Vorstellung, wie geht es denn der breiten Masse an kleinen Firmen. Ne? Schaut manchmal gar nicht gut aus. Aber trifft mich nicht, weil ich da eben nicht investiere. So, wichtig zu verstehen, es gibt Kursindizes und es gibt Performance-Indizes. Da habe ich mal ein Video gedreht, ganz lange her. Schafft den DAX ab, hieß der, glaube ich. Und die Performance-Indizes enthalten auch die Dividendenzahlungen. Das heißt, wenn man jetzt den DAX sich anschaut, dann sind da die Dividendenzahlungen, die die DAX-Unternehmen, die 30 DAX-Unternehmen geliefert haben, in dieser Kennzahl mit drin. Beim Standard & Poor's kommt die oben drauf. Das heißt, der Standard & Poor's ist noch stärker gewachsen, als die Zahl es ihnen anzeigt. Denkt man an die exponentielle Entwicklung durch Dividendenzinse? Das ist wichtig. Ne? Der DAX ist eine Katastrophe. Also meine persönliche Meinung, bleiben Sie aus dem DAX weg. Da finden Sie nicht einen einzigen Wert, der wirklich sauber ordentlich steigt. Ne? Wie haben sich die Werte entwickelt? Ich tue Ihnen hier mal eine kleine Tabelle rein, damit Sie das sehen. Der Standard & Poor's über die letzten 12 Monate, vom 1.12.19 bis zum 1.12.20, hat 17,8% Kursgewinn gebracht. Und dazu eine Dividende, dass sich ein Total Return, also aus Kursgewinn und Dividendenzahlung, von 20,0 ergab. Das ist ein super Wert. Ne? Und der DAX zum Vergleich in den 12 Monaten 3,2% inklusive Dividende. Ist das mau? Ja. Schlimm. Schlimm. Und der Dow, der Altherrenindex, der hat 0,9%. gebracht. Diese Konzerne, die da drin sind, das ist alt, das ist nicht flexibel, das ist wenig modern. Natürlich sind auch moderne Firmen dabei, aber der ist nicht so, das ist ein individuell von ein paar Leuten zusammengestrickter Wert, der taugt an der Stelle nichts. Mit der Dividende zusammen 1,2. Das heißt, da ist noch nicht mal die Dividende wirklich gut. Und der Nasdaq, jetzt halten Sie sich fest, 44,3% über die vergangenen 12 Monate. Und zuzüglich Dividende 45,6%. Deswegen war die Investition in diese Tech-Werte, in die 5 besten aus dem Nasdaq, so enorm gewinnträchtig über die letzten 8 Jahre oder so. Ne? So. So, jetzt gibt es Branchen. Das ist, können Sie nachgoogeln und irgendwo nachlesen. Energie, Öl, Gas, Grundstoffe, Chemie, technische Gase, Zement, Industrie, Maschinenbau, Anlagenbau, langlebige Konsumgüter, das kann ich mir nie merken. Consumer Discretionary, das sind so PKW, Luxusgüter und sowas. Dann kurzlebige Konsumgüter, Consumer Staples, das ist also Nahrungsmittel, Körperpflege und so Dinge. Dann Gesundheit, Pharma, Medizintechnik, Finanzen, Banken, Versicherung, Fintech, Informationstechnologie, Telekommunikation, Netzbetreiber, Versorgungsunternehmen, Strom, Gas, Wasser,
Transport, Touristik. So, jetzt diese 11 Segmente, Branchen, da kann man zum Beispiel die Medizintechnik, könnte man auch in die Industrie mit reinnehmen. Die Fintechs kann man auch in die IT reinnehmen, weil zu den abstürzenden Banken passen die nicht richtig dazu. So ist also jetzt, das ist eine gewisse Einordnungsfrage, wobei man sich das Unternehmen dann angucken muss, wo haben die den größten Schwerpunkt. Es gibt so Gewichtwarenläden, das ist schwierig. Es gibt also Unternehmen, die würde ich bei langfristiger Investition nicht mehr mit der Kneifzange anpacken. Also nicht Unternehmen, Branchen. Würde ich nicht mehr mit der Kneifzange anpacken. Zum Beispiel Finanzen. In einer Rezession ist Maschinen- und Anlagenbau genauso wie Energie nicht wirklich interessant. Und erstaunlich ist, dass Pharma unterdurchschnittlich läuft. Oh, jetzt ist doch gerade die ganze Pandemie, da muss doch Gesundheitsmittel und so weiter, braucht man doch. Nee, die Leute haben Angst, zum Arzt zu gehen. Es wird weniger verschrieben. Die Pharmaindustrie leidet. So, also, da klappt es dann nicht ganz. Und wenn die große Krise kommt, dann wird es auch für Energie und Grundstoffe, weil dann das große Wachstum nicht mehr da ist, auch noch schwierig. Tja, und die Medikamente, die Impfstoffe, nun, mit denen ist kein großer Fisch zu machen, weil wir werden so 1-2 Milliarden Dosen haben. Die gehen für, ich sag mal, $5, $4 im Großhandel über den Tisch. Und das über die vielen Unternehmen, da kommt noch nicht mal das Geld raus, was da investiert wurde. Also da verdienen sie nichts. Deshalb ist mein Zock in diesem Bereich auch wieder zu Ende. Ne? So, nun, was geht denn nicht in die Krise? Ne? Was geht denn nicht in die Rezession? Das müssen Sie sich selber angucken. Das ist das, was Sie unbedingt brauchen. Die kurzlebigen Konsumgüter, die IT, die Telekommunikation, auf Vorsicht, nicht die Telekom, da hängt der Staat drin, Versorger, sie brauchen weiterhin alles Zeug. Ne? So, und damit sehen Sie, haben wir jetzt auch schon die Zykliker und Nichtzykliker voneinander getrennt. Und normalerweise sind die Versicherer bei den Nichtzyklikern mit dabei. Aber die Ertragskraft der Versicherer über ihre Anlageform wegen des Nullzins ist also ganz, oder Negativzins ist ganz mau. Und deshalb sind die für mich also auch tabu. So, wenn die Wirtschaft dann wieder hochgeht, das tut sie aktuell nicht, ne? Nicht wirklich. Also wir sind tief, tief in der Rezession, einer der stärksten, die wir jemals hatten. Die Börse nimmt aber die zukünftige Erholung vorneweg. Dann werden auch die anderen Segmente irgendwann wieder kommen. So, jetzt kommen wir zu den Fonds. Jo, da gibt es also die gemanagten Fonds. Da sitzen wissende, aktive Fondsmanager, die für sie arbeiten und dafür sorgen, dass sie keine Verluste erleiden und so weiter. Das sind die Verkaufssprüche. April, April. Wenn man sich Statistiken anschaut, 75% der Fonds schlagen ihre entsprechenden Indizes nicht. Und es gab auch, gibt es Aussprüche, dass wenn man einen Affen mit Pfeilen auf eine Börsenlisting werfen lässt, dann ist er genauso gut wie ein Fondsmanager, weil das alles hängt sehr, sehr stark am Zufall dran. Warum sind diese gemanagten Fonds zum Großteil nicht besser? Nun, weil sie Kosten haben, vergleichsweise hohe Kosten. Es gibt etliche Fonds, gemanagte Fonds, die haben Ausgabeaufschlag von 4-5%. Beim Discount Broker sind sehr viele Fonds von diesem Ausgabeaufschlag befreit. Aber alle diese Fonds haben Managementgebühren, die laufen. Die liegen so bei 2-2,5%. Die Spitze liegt bei 3%. Die großen Glaspaläste und Hochflorteppichböden müssen bezahlt werden. Und das sind die entscheidenden Prozente, die Ihnen in Ihrem Vermögensentwicklung in den exponentiellen Kurven abgehen. Deshalb keine gemanagten Fonds. Ich streue ein bisschen Asche auf mein Haupt. Ich habe 2, weil ich anders den Markt, den ich unbedingt haben wollte, vor 2 Jahren nicht erreicht habe. Aber es ist wohl Zeit, dass ich mich bald demnächst mal von diesem Markt verabschiede. Parallel dazu gibt es die Exchange-Traded Funds, die ETFs, die jetzt keinen Manager da sitzen haben, sondern ein Computerprogramm. Beim größten der Welt, BlackRock, habe ich hier ein Video über BlackRock gedreht, da gibt es ein Programm namens Aladdin, das ist ein Mega-Datenkrake, die für große ETFs mit Kosten von 0,2-0,4% hinkommt. Das reicht für BlackRock, um
perfekt zu verdienen und zu leben. Und für sie bedeutet das besonders niedrige Zinsen. Und da diese ETFs, wenn sie auf die entsprechenden Indizes der gemanagten Fonds abgebildet sind, besser laufen, und zwar besser als 75% der Fonds, ist das eigentlich das gemachte Nest für jemanden, der etwas tun will, aber sich um Einzelaktien nicht kümmern will. Das ist das Tolle an den Dingern. Und die gibt es also aufgeteilt nach Ländern, Regionen, Indizes, Dividenden, Segmenten und alles das, was ich oben jetzt an Aufteilung sagte, dafür gibt es das und da kann man dann investieren. Und wer sagt, ich will überhaupt nur von dem großen Trend, der nimmt sich dann einen auf den Standard & Poor's 500 oder nimmt sich einen auf den Nasdaq. Man kann auch die ganze Welt nehmen. So, also da gibt es alles, was das Herz begehrt. Seien Sie vorsichtig, ich würde jetzt zum Beispiel keinen auf die Automobilindustrie nehmen. Ich würde jetzt auch keinen auf die Banken nehmen. Ne? Das können Sie dann genau dort gucken und da wegnehmen. Es gibt sogar ganz krasse ETF, habe ich auch nicht genommen. Die sind invers. Da können Sie also einen inversen Banken-ETF nehmen. Da wird dann mit Optionen der abgebildet. Ne? Haben Sie, glaube ich, höhere Gebühren drauf. So, und BlackRock hat den Nasdaq-ETF, bieten die an. Und die haben jetzt in 12 Monaten 43,77% gebracht. Und das ist ziemlich dicht an dem, was der Nasdaq selber gelaufen ist. Also die Gebühren, die sie da einkassiert haben und den gleichen Delay, bis sie die Positionen nachgezogen haben, die haben hier ein bisschen was gekostet, aber nicht zu viel. Na? So, Fazit. Ob man mit einer speziellen Aktienauswahl, so wie ich das mache, ETFs schlagen kann, bleibt unter Experten kritisch. Gab es ein tolles Video bei Mission Money, wo sich also ein Mathematiker ganz weit dafür stark gemacht hat, dass man mit speziellen Aktienauswahlen die ETFs nicht schlagen kann. Und ein anderer Herr saß dem gegenüber und sagte, ja, man kann. Und ich persönlich sage ja. Warum? Weil es große Tendenzen in unserer Wirtschaft und in unserer Gesellschaft gibt, wie ich das oben ausgeführt habe, mit denen, die führen automatisch dazu, dass gewisse Industriezweige, Wirtschaftszweige stärker wachsen als andere. Und wer von der Zukunft ein besseres Bild hat, der wird dann die richtigen Aktien dann schon finden. Also es hängt hier an Ihrem Zukunftsbild. Zum Beispiel, um jetzt mal ein paar Dinge zu nennen, ich google seit 2001. Ich halte Kontakt über Facebook zu meinen Freunden seit mehr als 10 Jahren. WhatsApp ist jetzt auch fast 10 Jahre auf meinem Smartphone. Whisky.de, der Versender hochwertigen Whisky, seinen privaten Endkunden. Wir laufen auf einer Microsoft-Server-Infrastruktur und haben mittlerweile mehr und mehr virtuelle Server aufbauen müssen, mehr und mehr Lizenzen bezahlen müssen. Jetzt beim Homeoffice haben wir die Remote-Cals kaufen müssen. Teams-Lizenzen, Outlook-Lizenzen, also da kommen wir um diese Dinge nicht umhin. Word und Excel brauchen wir nicht oder PowerPoint, das geht mit freien Programmen besser. Aber diese Dinge, die ich gerade genannt habe, da halten sich sehr, sehr viele dran. Damit geht es bei Microsoft bergauf. Wir schalten bei whisky.de begrenzt Anzeigen auf Google. Zu ganz, ganz geringen Preis bieten wir damit. Meine Frau steht auf iPhone und iPad, also geht es bei Apple vorwärts. Seit 2 Jahren ungefähr habe ich jetzt ein Abo bei Netflix, ein bisschen länger schon. Und jeglichen kleinen Scheiß bestellen wir beim großen A. Sowie aber der Betrag über 20, 25 Euro rausgeht, mache ich das nicht mehr, weil ich den Geldabfluss aus unserer Volkswirtschaft an dieser Stelle schädlich finde. Das schadet uns weitaus mehr, als ich dann auf der anderen Seite an dieser Aktie verdienen kann. So, das tue ich also nicht. Und die Zahlen der verkauften Teslas gehen weltweit durch die Decke, auch wenn man immer wieder Unkenrufe von all den Gestrigen hört. Massiv. Ne? So. Also da sieht man, in welchen Ecken unsere Gesellschaft voranschreitet. Und die Firmen, die da gesetzt sind und ihren Burggraben haben, sie bringen kaum einen anderen Server in ein Unternehmen rein als von Microsoft. Schaffen sie nicht, ne? Weil die ganze Software auf dem Ding läuft, ne? Gut, manche Bereiche, Internet, ein Haufen Linux und so weiter, klar. Aber wenn es in die Unternehmen hineingeht, da stehen die Windows-Server. Also ganz klar. So, wer also seit dem Ende der Dotcom-Blase,
Bärenmarkt. 3 Jahre sind die abwärts gegangen bis 2003. In Fang-Aktien und Klammer auf, Tesla Klammer zu, investiert hat, konnte den Nasdaq nicht nur um ein paar Punkte, sondern um Faktoren schlagen. Ich habe durchschnittlich 100% pro Jahr ausgerechnet bis 2018. Gegenüber den 9% aus dem Video Teil 3 ein erhebliches Mehr, was also ihre Kurve in den extrem steilen Bereich treibt. Ne? Und wie kann es jetzt weitergehen? Jetzt habe ich nicht mehr viel, kommt gleich zum Ende. Ich habe wieder angefangen, in chinesische Werte zu investieren. Ist momentan noch nicht so ganz einfach, geht also nicht an allen Börsen, muss ein bisschen aufpassen. Die ADRs, die sind gerade in den USA ein bisschen unter Druck, muss man aufpassen. Und wo wird in China nun gehandelt? In Shanghai, in Shenzhen und in Hongkong. Und die Indizes heißen also Shanghai Stock in Exchange Composite Index, SSI, dann den China Security Index 300, CSI 300 und den Hang Seng Index, HSI. Also da jetzt gehandelt, da können Sie mal gucken, was da abgeht. Und wenn demnächst die Börsen für die, ich sage mal ganz, ich nehme das bereits jetzt mit einem Ausdruck des Bedauerns zurück, die spielsüchtigen Chinesen auf diese Börsen losgelassen werden. Ja, da muss man vorsichtig sein, wann es dann wieder abstürzt. Gut, Market Timing funktioniert zu 75% nicht. Wer also zur letzten Krise nicht eingestiegen ist, der hat massiv Geld auf der Straße liegen lassen. Ich habe auch einen Teil meines Geldes liegen lassen. Ich habe ein bisschen Geld an der Seite liegen gelassen, weil ich wusste oder ich meinte zu wissen, es würde noch massiv abwärts gehen. Hat es noch nicht gemacht. Die Rettungsaktionen von der Fed und der EZB waren einfach stark. Und wie heißt der schöne Spruch? Never fight the Fed. So, also da an der Stelle muss man sich dann diesen politischen Börsen auch mal geschlagen geben. So, der Beginner sollte also aus meiner Sicht sich an große ETFs halten. Welt, Nasdaq, Standard & Poor's 500. Und natürlich über Länder und Segmente streuen. Wer sich dann langsam mehr auskennt, kann in Einzeltitel gehen. Aber auch hier muss über Länder und Segmente geteilt werden, gestreut werden. Und in späteren Videos zeige ich dann ein bisschen, was ich gemacht habe. Und man darf auch die anderen Anlageklassen, die ich am Anfang des Videos genannt habe, nämlich Gold und Kryptos, nicht vernachlässigen. Sie haben zum Teil richtig gute Renditen gebracht. Gold steht im Moment wieder ein bisschen niedriger, die Chinesen haben wieder interveniert. Die Kryptos hatten jetzt auch einen Rücksetzer bis auf von 19.000 so viel bis auf 16.500 oder waren es $15.800 ist der runtergegangen, der Bitcoin. Der XRP ist auch ein gutes Stück runtergefallen. Etliche Leute haben da schon Kasse gemacht, ich noch nicht. Mein unterer Wert zum Verkauf bei XRP steht bei 0, also da bleibe ich drin, da geht noch mehr. Und immer wenn es diese massiven Rücksätze gibt und Sie haben zufällig gerade noch Geld über, Zeit zum Kaufen. Ne? Tja, wer 2003 bereits eingestiegen ist, mit diesem Verfahren und hatte damals schon ein paar zigtausend Euro, der muss heute schon nicht mehr arbeiten. 17 Jahre Renditen mit über 20% PA, da haben Sie jetzt schon Millionen. Ne? Mit etwas Glück und Geschick kann der einzelne Anleger da auch schon achtstellig sein. Hier gibt einer immer Kommentare ab, den schätze ich achtstellig. So, wer erst 2009 damit angefangen hat, ist auch nicht schlecht und kann jetzt auch schon siebenstellig sein. Die Dinge gehen massiv nach oben, wenn die Zinssätze so hoch sind. Das Wichtigste aus diesem Video, der wichtigste Satz, wer nicht anfängt, hat niemals eine Chance. Das ist das Wichtigste. Und der Disclaimer zum Schluss nochmal, dies sind meine persönlichen Meinungen. Wenn Sie etwas tun, höchst Ihr eigenes Problem. Sie müssen sich auch nicht nur bei mir, sondern auch bei vielen anderen informieren, bis Sie ein ausgeglichenes, auf Sie zutreffendes Weltbild haben. Und mit diesem Weltbild können Sie überlegen, ob Sie das tun oder eben auch nicht. Ich habe es getan. Ich freue mich drüber. Das soll es gewesen sein. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.